Ihr arbeitet in Excel mit der bedingten Formatierung, um eure Zahlen und auch eben den Text besser aufzubereiten. Aber vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Kniff, um das Ganze zu verbessern, oder ihr kennt das Tool wenig bis gar nicht. Dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen beim zweiten Teil unserer zehnteiligen Excel Top 10 Features List, die euch in anschaulichem Beispiel zeigen sollen, wie ihr schnell und einfach am ehesten was und am meisten was vom Excel rausziehen könnt. Okay, also hier seht ihr jetzt dann gleich die Ausgangslage heute. Ist ein typisches Excel-File, simpel gehalten, in dem Fall mit 5 Abteilungen. Man kann ja so arbeiten hier mit den Zahlen. Und der erste Aspekt wäre mal, das Ganze mal sozusagen nach gewissen Vorstellungen einzufärben. Also ich möchte hier verschiedene Entscheidungen treffen können, je nach Kostenbetrag. Bevor wir uns das jetzt weiter anschauen, überlegt euch eventuell diesen Kanal zu abonnieren, dann bekommt ihr immer die neuesten Videos zum Thema Excel, Excel BI, Power BI und auch Microsoft bzw. Office 365, um euch im Büro oder im Homeoffice auf den neuesten Stand halten zu können. Jetzt aber zurück zu unserem Beispiel. Wir haben also hier die Zahlen im Januar und was ich jetzt gerne möchte, wäre die Option, okay, wenn die Zahlen über 20.000 Euro liegen, dann hätte ich sie gerne im Büro eingefärbt, um eben da eine bessere Kostenkontrolle erlangen zu können. Und bei der Gelegenheit werden wir auch gleich die Kosten, die unter 10.000 Euro liegen, grün einfärben, um da differenzieren zu können. Das ist das Grundprinzip der bedingten Formatierung. Ihr markiert eure Zahlen hier entweder mit der Tastatur oder wenn ihr einen größeren Zahlenbereich habt, dann könnt ihr mit dem Steuerungs-Shortcut Steuerung, Shift und dem Pfeiltasten einen Bereich viel, viel schneller und einfacher markieren. Ich habe euch dazu hier oben ein Video verlinkt, wo ihr nachgucken könnt. Das ist der erste Teil unserer zehnteiligen Serie. Gut, also jetzt haben wir das so, dass wir hier das mal markiert haben. Und jetzt sage ich, gehe hier auf Start hier oben. Ihr könnt also hier oben Start auswählen. Hier seht ihr Start und dann habt ihr hier die bedingte Formatierung in der Mitte. Und wenn ich jetzt hier die bedingte Formatierung aufrufe, nachdem ich markiert habe, gehe ich auf Regeln zum Hervorheben von Zellen. So haben sie das bei Microsoft genannt. Dann in dem Fall auf größer als, und jetzt kommt das Entscheidende, diese Schaltfläche, diese Dialogbox hier. Ihr seht ja schon, Zellen formatieren sind, die größer sind als, das heißt im Endeffekt braucht ihr nur hergehen und links die Bedingung und rechts die Formatierung. Das heißt hier beschreibt ihr den Wert mit 20.000, achtet nur darauf, dass ihr wirklich 20.000 eingibt und nicht 2.000 oder 200.000, ich spreche zu eigener Erfahrung, nicht optimal. Und dann haben wir hier 20.000 und werden das jetzt mit dem roten Text hier formatieren. Und damit ist die erste Regel bereits erstellt, über 20.000 rot. Wenn ihr jetzt mal genau schaut, seht ihr diese Zahl über 20.000 rot. Das Tolle an der bedingten Formatierung ist, dass es ein dynamisches Tool ist. Also wenn ich hier nachträglich zum Beispiel hier eine andere Zahl bekomme, dann wird das auch dementsprechend sofort eingefärbt. Also da seid ihr immer sicher, wenn ihr zum Beispiel eure Kosten, in dem Beispiel eure Umsätze, eure Bestellmengen, ich habe es auch schon gesehen mit Temperaturen und anderen Zahlenwerk, immer schön für euch vorbereitet einfärben wollt. Jetzt geht es um das, dass wir also hier die Möglichkeit haben, noch weitere Sachen zu machen. Ich könnte hierher gehen und den guten alten Autofilter einschalten. Hier oder hier bei Entwurf auf die Schaltfläche Filter gehen mit dieser Tabelle. Und könnte jetzt hier interessanterweise auch nach der Farbe filtern. Wenn ihr schaut, ich filtere nach der Farbe, bekomme jetzt also nur die in dem Fall Abteilungen angezeigt, wo das Kostenziel nicht erreicht wurde in dem Fall. Man könnte dann das Ganze wieder zu löschen hier bei Daten oder hier drinnen bleiben und hier natürlich wieder den Filter wieder entfernen. Wir haben uns also jetzt einmal gekümmert um über 20.000 rot und jetzt schauen wir noch dazu zusätzlich unter 10.000 grün, dass wir das gemeinsam aufbauen. Das heißt, ich lasse das so drin, wie es ist. Immer dasselbe Spiel. Ihr markiert euer Zahlenwerk. Dann geht ihr auf Start und erstellt die Regel. Bedingte Formatierung, Regeln, kleiner als. Wieder dasselbe Spiel. 10.000 ist die Bedingung. Und jetzt geht es mir um Folgendes. Ihr habt hier so verschiedene Templates an Formatierungen, aber darauf seid ihr nämlich nicht reduziert. Das heißt, selbstverständlich könnt ihr die Farben und die Formatierung genauso einstellen, wie ihr wollt. Und wenn das der Fall ist, dann macht ihr bitte Folgendes. Dann geht ihr hier auf mit benutzerdefiniertem Format, landet im guten alten Zellenformatieren. Und könnt diese Zahlen jetzt, wenn ihr das einrichtet, genauso vom Thema, wie ihr wollt. In dem Fall reicht mir schon die Farbe grün.
Ich könnte aber natürlich auch noch kursiv und ausfüllen und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt bestätigen, haben wir insgesamt drei Farben, schwarz, grün und rot. Und können jetzt natürlich wieder hier mit dem Filter arbeiten, indem wir hier sagen, okay, nach Farbe filtern grün, Kostenziel erreicht, nach Farbe filtern rot, Kostenziel verfehlt. Oder wieder den Filter entfernen. Also den Filter könnt ihr ganz normal hier verwenden mit der Farbe. Das ist natürlich im Zusammenspiel mit der Regel, die Farben einzusetzen, ist nämlich kein Nachteil, das Ganze hier so weiter auf den neuesten, auf den nächsten Level zu heben. Ich habe jetzt aber noch einen extra Tipp für euch, was das betrifft, das ich noch kurz zeigen möchte. Vorher aber natürlich die wichtige Frage, okay, ich habe die Regeln, aber was ist, wenn ich die Regel jetzt nachträglich anpassen möchte, andere Werte verwenden möchte oder wenn ich die Regel rauslöschen möchte? Kann nicht sein. Wenn das der Fall ist, dann macht ihr bitte Folgendes. Fangen wir mit Löschen an. Ihr habt beim Löschen prinzipiell zwei Möglichkeiten. Ihr könnt die ganzen Zahlen hier markieren und dann hier bei der bedingten Formatierung hier Regeln löschen. Regeln in ausgewählten Zellen löschen und damit passiert Folgendes. Alle Regeln, wirklich alle Regeln werden rausgelöscht. Also hier seht ihr, grün und rot ist raus. Ich mache mal rückgängig. Was ist, wenn ich jetzt aber nur eine Regel rauslöschen möchte und die andere anpassen möchte? Das heißt, mein Ziel war jetzt, dass ich sage, okay, grüne Regel raus, brauche ich nicht mehr. Die rote Regel soll sich anpassen im Sinne von nicht jetzt 20.000, sondern 14.500 als Bereichsgrenze. Schauen wir zusammen. Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist markiert bereits. Es ist wichtig, dass die Zellen markiert sind. Dann geht ihr hierher auf Regeln verwalten. Regeln verwalten ist wahrscheinlich das Wichtigste, der wichtigste Befehl hier, weil hier könnt ihr Folgendes machen, wenn ihr auf Regeln verwalten geht. Dann könnte ich hier mal die grüne Regel, hier seht ihr, raus markieren und rauslöschen. Kein Problem. Die rote Regel ist markiert, ich kann auf Bearbeiten gehen oder Tipp von mir gleich Doppelklick. Und kommen Sie hier in dieses Bearbeitungsfenster, was ich hier machen kann, eben für diese Regel. Hier habe ich prinzipiell drei Möglichkeiten. Ich könnte also die Formatierung ändern, die Regel selbst oder beides. In dem Fall lasse ich die Formatierung und sage, okay, statt 20.000 möchte ich jetzt mal hier schauen mit 14.500, wie das ausschaut. Kann also das Ganze hier sozusagen dynamisch anpassen. Ihr könnt also das Ganze, wenn ihr wollt, wirklich jederzeit in eine neue Regel überführen. Das ist mal nicht so schlecht. Das heißt, wir gehen hier auf 14.500 statt 20.000, der Rest bleibt gleich und wir haben das Ganze erledigt. Zack, über 14.5 ist rot. So. Diese Regel werde ich jetzt hier rauslöschen, weil es gibt natürlich noch einige andere Aspekte, die ich zeigen möchte. Eine tolle Sache ist hier die Möglichkeit, sozusagen, wenn ihr wollt, ein grafisches Ranking zu bekommen. Also, zeigt mir grafisch an meine Top 3 Produkte umsatzbezogen oder meine 5 teuersten Abteilungen oder die 10 höchsten Liefermengen oder die 10 niedrigsten Lagerstätten. Ist kein Problem, ihr könnt das Ganze auch so in ein Ranking überführen. Ja? Das zeige ich euch jetzt hier. Wir gehen hierher und markieren die Zahlen hier und sagen jetzt hier bedingte Formatierung. Und jetzt gehe ich hier auf Regeln für oberste und unterste Werte und wähle aus obere 10. Ihr habt hier die Top 10. Es gibt auch die unteren, die Flop 10. Ich werde hier mal einen Dreier reinschmeißen und wähle auch wieder den roten Text. Also die drei höchsten Werte roter Text bedeutet, dass hier dynamisch die drei teuersten Abteilungen, die drei umsatzstärksten Produkte, die drei höchsten Bestellmengen, whatever, für euch angezeigt werden. Kein Problem. Und natürlich wie immer, es ist dynamisch. Also, wenn ihr schaut, wenn ich jetzt hier drauf komme, dass sich der Wert hier geändert hat, also hier zum Beispiel 1450 ist, dann wird jetzt hier Folgendes passieren, die zwei werden jetzt die Farbe wechseln, weil dynamisch die Top 3 immer angezeigt werden. Also auch das, diese Möglichkeit besteht für euch, wenn ihr wollt, um mit der bedingten Formatierung ein grafisches Ranking abzubilden. So, das war jetzt diese Geschichte hier. Jetzt noch ein weiterer interessanter Aspekt. Was ist, wenn ihr eure Zahlen vergleichen wollt? Ja? So die Entwicklung der Zahlen, der Trend der Zahlen, ein bisschen abchecken, ja? Im Vergleich zueinander, und zwar ohne Chart. Auch dafür habt ihr ein super Tool bei der Bedingtenformatierung zur Verfügung. Ich würde jetzt gerne hier diese Kosten vergleichen in der Tendenz. Ich lasse die Zellen markiert und wähle jetzt aus Datenbalken. Nehmen eine Farbe, nehmen wir das mal Blau hier. Und wenn ihr schaut, seht ihr Folgendes, diese Datenbalken kommen rein und je nach Größe der Zahl, desto größer der Datenbalken. Also kann man die Zahlen vergleichen. Es könnte aber sein, dass ihr so das Ganze mit dem Zielwert vergleichen wollt. Zum Beispiel im Controlling, aber auch in anderen Abteilungen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel Folgendes, ich sage zum Beispiel hier, ich habe ein Ziel von 30.000 und möchte jetzt die Zahlen darauf ausgerichtet einfach sehen. Und das ist kein Problem. Das heißt, wenn ich hier das hier kurz reinschreibe, dass ihr das auch seht, welchen Ziel habe hier
Goal Value quasi von 30.000. Dann möchte ich das hier abbilden, hier mit diesem Balken. Die Balken lasse ich am Bildschirm und ändere die Regel. Dazu wie immer markieren. Und jetzt gehen wir hier auf Regeln verwalten und sehen die Regel hier mit Doppelklick. Und das Entscheidende ist folgendes. Das ist das Einzige, was ihr hier macht in diesem Dialogfenster, ist hier beim Maximum auf Zahl zu stellen, euren Zielwert hier reinzuklopfen. Wenn ihr euren Zielwert reinklopft, dann werdet ihr jetzt sehen, wie die Zahlen am neuen Zielwert ausgeführt werden, 30.000. Ihr seht jetzt also hier, wie weit weg bin ich noch von meinem Ziel. Sollte euch nur der Zustand wichtig sein, der einzelnen Abteilung in dem Fall, wie weit weg bin ich noch vom Ziel, die Zahl gar nicht so ist primär wichtig sein, sondern der Vergleich, also quasi so ähnlich wie im Chart, auch das könnt ihr machen. Dazu markiert ihr wieder die Zellen und geht auf Regeln verwalten. Und das Einzige, was da zu tun ist, ist, dass ihr hier eine kleine Stellschraube, nur Balken anzeigen in der Mitte. Nur Balken anzeigen, einfach auswählen. Dadurch wird natürlich Folgendes passieren, dass ihr seht jetzt, okay, ich sehe, wie weit bin ich noch. Sollte sich eine Zahl ändern, also da zum Beispiel sagen wir 28,5, dann seht ihr knapp vorm Ziel. Also immer ausgerichtet auf euren Maximalwert, könnt ihr quasi, wenn ihr wollt, mit der bedingten Formulierung auch diese Situation ganz easy abdecken. Und das ist schon eine tolle Sache, was ihr machen könnt. Nehmen wir mal an, dass das jetzt zum Beispiel hier, sagen wir, sind Umsätze. Ja. Umsätze. Ich tue es mal hier umstellen. Und jetzt geht es mir um Folgendes. Ich würde jetzt gerne hier mit gewissen Ranges arbeiten. Ich habe also hier Umsatzranges, das heißt, ich sage Folgendes. Wenn in dem Fall der Umsatz größer 20.000 ist, würde ich gerne hier so ein Icon bekommen. Ja, eine grüne Ampel, einen grünen Pfeil, whatever, um das superlässig abbilden zu können. Wenn die Umsätze zwischen 10.000 und 20.000 liegen, kriege ich so einen gelben Pfeil, eine gelbe Ampel, so eine Warnstufe. Wenn die Umsätze unter 10.000 liegen, dann Attention, dann müssen wir irgendwas korrektive Maßnahmen setzen, dann kommt rot. Und zum Beispiel eine rote Ampel. Und das schaut so aus, relativ easy. Ihr markiert eure Zahlen, ihr wählt jetzt in dem Fall hier die Symbolsätze aus. Symbolsätze habt ihr jetzt zum anderen auch die Ampeln zum Beispiel. Ja. Ihr könnt, wie gesagt, auch so Fähnchen nehmen, was auch immer. So, ich mache die Ampeln rein, mache das weiter. Schaut schon ganz gut aus, allerdings ist das natürlich jetzt irgendwie von Microsoft angenommen, wann kommt welcher Bereich. Das hat Microsoft angenommen, das könnt ihr den Jungs nicht wissen. Wir gehen jetzt also her und passen es an mit Regeln verwalten. Regeln verwalten, Doppelklick auf die Regeln. Jetzt bekommt ihr so eine Dialogbox und sagt Folgendes. Wichtig, dass ihr hier zuerst auf Zahl stellt. Ihr müsst hier auf absolute Zahlen schauen, rechts unten. Und jetzt ist es einfach so wie die Wenn-Funktion. Das heißt, wir handeln uns von links nach rechts wie bei der Wenn-Funktion. Wenn, dann dies und dies. Ja, das ist alles. Das heißt, grüne Ampel dann, wenn der Wert, wir haben gesagt, über 20.000 ist. Wenn der Wert über 20.000 ist, dann hätte ich gerne die grüne Ampel. Jetzt klicke ich auf die gelbe und er macht quasi logisch weiter. Er führt das logisch weiter, diese Regel. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ihr seht hier gelb, kleiner gleich, größer gleich klassisch, 10.000. Das wäre jetzt die Situation 10.000 bis 20.000 gelb und dann führt das logisch weiter um 10.000 rot. Und das war es eigentlich schon. Ja? Wenn ich jetzt das Ganze bestätige, werdet ihr die richtige Ampelfarbe bei der richtigen Zahl sehen, um eben die Ranges, die Bereichsgrenzen aufzudecken. Jetzt klicke ich auf OK und sehe jetzt hier die richtigen, seht ihr hier, jeweils die richtige Ampel. Und natürlich kann ich hergehen, könnte hier nach der Farbe filtern. Die Farbe wäre in dem Fall einfach die Ampelfarbe. Ja, das heißt, es bietet auch die Möglichkeit, auch das zu nutzen. Also wenn ich jetzt hergehe und hier zurückgehe auf nach Farbe filtern, dann sehe ich zum Beispiel hier, wer dieses Umsatzziel verfehlt hat oder wer das Umsatzziel erreicht hat. Natürlich ist es ein kleines Dataset, was ihr hier seht. Zwecks der Übersicht, aber wenn ihr das dann bei größeren Listen verwendet, ist das schon, glaube ich, nicht so schlecht. Also hier könnt ihr den Filter auch und dann noch zwei weitere Zusatzaspekte. Ihr könnt auch markieren, jetzt on the fly, hier quasi andere machen. Also ihr könnt zum Beispiel hier sowas machen, ziemlich cool. Oder die Fähnchen oder diese Indikatoren anzeigen lassen, um das Ganze hier anzuzeigen. Also habt ihr alle Freiheiten, eure Bereichsgrenzen nach verschiedenen Indikatorenmustern darstellen zu können. Und das ist natürlich wieder ein Vorteil der bedingten Formatierung, Bereichsgrenzen darstellen mit verschiedenen Indikatoren. So, und jetzt möchte ich euch zum Abschluss des Videos noch zwei Use Cases vorstellen, die im Laufe der Jahre in den Trainings immer wieder an mich herangetragen wurden. Der erste Use Case ist folgendes, ich werde mal hier die Regeln löschen, hier, dass wir das Ganze wieder so. Erste Use Case ist folgendes, werden wir da hier kurz auf Kosten umstellen. Wenn jetzt zum Beispiel ihr euch erinnert, dann haben wir im ersten Schritt hier
die Zahlen eingefärbt. Das wäre mein Ziel aber, dass die jeweilige Abteilung links eingefärbt wird, wenn rechts davon zum Beispiel die Kosten über 20.000 Euro liegen, dann hätte ich gerne nicht die Zahl eingefärbt, so wie zuvor, sondern die Abteilung. Das heißt, nachgucken soll an der Zahl, einfärben soll er die Abteilung daneben. Oder den Lieferanten oder den Mitarbeiter, was immer ihr da einfärben wollt. Ihr braucht also nur eine Bezeichnung und daneben die Zahl, das ist alles. Um das in die Wahrheit umzusetzen, markiert in dem Fall jetzt die Textzeile, nicht die Zahlen, weil ihr könnt auch Text einfärben. Und dann ist wichtig, dass ihr hier wählt, hier unten neue Regel, und wenn ihr neue Regel wählt, dann könnt ihr Folgendes machen. Dann müsst ihr hier in dem Fall bitte auf Formel klicken, weil es ist eine kleine, aber simple Formel. Die Formel ist so aufgebaut, ich klicke hier rein und ich habe ja alle Abteilungen markiert. Wenn ich die erste Zahl anklicke, dann seht ihr hier, dass das Ganze absolut gesetzt wird, Dollar B, Dollar 4. Und ihr wisst ja, das heißt, das Ganze ist gesperrt. Das heißt, wir müssen jetzt diese Zahl einfach nur aufsperren, dass die Regel nicht nur da angewendet wird, sondern auch da, bis da runter, weil das von da transformiert. Dazu kann man ja, wie ihr wisst, die Funktionstaste F4 drücken. Die F4 könnte ich jetzt also hier wechseln. Und dann einfach die Formel vervollständigen, größer 20.000. Das ist jetzt die Bedingung, ist also eine Formel, eine kleine Formel mit einer Zelle. Und dann geht ihr hier runter und sagt, okay, wie soll das anschauen, wenn das so ist. Geht auf Rot zum Beispiel und das war's, weil jetzt schaut er nicht nur hier nach, sondern auch hier und markiert dafür aber die Textzeilen daneben. Ja, und dann wird halt dementsprechend die Abteilung eingefärbt oder der Lieferant oder was immer. Und natürlich wie immer, auch das ist natürlich immer dynamisch. Das heißt, ihr könnt hier natürlich wirken und auch hier, wenn ihr wollt, selbstverständlich auch nach der Farbe filtern. Also habt ihr alle Möglichkeiten, auch die Textbezeichnung für euch quasi einzufärben, wenn ihr wollt, was das euer Ziel ist. Und jetzt hätte ich noch einen allerletzten Use Case für euch, was oft gewünscht ist und ihr sehr viele von euch, glaube ich, brauchen können, um das zu sehen. Also ich meine, gehe ich wieder zurück. Ihr seht hier Q1, Q2. Ich habe also Umsätze im ersten Quartal, im zweiten Quartal. So, mein Ziel wäre jetzt folgendes. Wenn sich der Umsatz im Q2 reduziert hat, dann hätte ich gern so eine grafische Darstellung, ja? Zum Beispiel so einen Pfeil nach unten, so einen roten Pfeil nach unten, dass das nicht gut ist. Wenn der Umsatz gleich geblieben ist, hätte ich gerne einen gelben Pfeil, so als gleichbleibende Stufe. Wenn er raufgegangen ist, grüner Pfeil nach oben. Weltklasse. Relativ einfach und easy zu bewerkstelligen. Mit einem Extra-Tipp für euch. Das heißt, wir kommen hier zum Tipp des Tages. Ich brauche nämlich zuerst Folgendes. Ich kann das nicht hier machen, in diesen Zellen natürlich, weil sich das hier auf nur Q2 bezieht. Was ich brauche, ist hier ein Wert, wo ich hier einfach sehe, okay, mehr oder weniger. Das heißt mit anderen Worten, eine simple Differenz. Was ich jetzt zeigen möchte, ist Folgendes. Ich markiere alle Zellen zuerst hier und mache eine simple Formel. Ist gleich, ich ziehe von Q2 Q1 ab. Seht ihr? Q2 minus Q1. Und jetzt, weil ich alle markiert habe, drücke ich nicht Enter, sondern ich drücke jetzt bitte drückt Steuerung Enter. Wenn ihr Steuerung Enter drückt, wird die Formel runterkopiert auf die restlichen markierten Zellen. Das geht ja mit Inhalt, aber auch mit Formeln. Steuerung Enter. Und jetzt hat er einfach hier, schaut man, hier oben seht ihr die Formel oder hier seht ihr die Formel einfach weiter runterkopiert, ja, in jede Zelle. Das heißt, wir haben jetzt mal so quasi so eine Art, ja, ich würde mal sagen, so einen Hilfswert generiert. Der Hilfswert ist dafür da, um uns da diese zu helfen, diese Pfeile zuweisen zu können. So, jetzt eigentlich nur noch ein letzter Schritt. Was jetzt macht, ist Folgendes. Ihr geht also auf einen Screen und markiert die Zahlen, die ihr da habt, also diese Differenzen, und weist einfach hier diese Pfeile zu. So, jetzt sollte man glauben, ey cool, schau, ist schon da, funktioniert, erledigt. Leider, noch nicht ganz erledigt. Ein kleiner letzter Schritt ist noch zu tun, und zwar Folgendes. Ihr habt hier die Pfeile, und ihr seht aber hier, das kann hier irgendwie nicht stimmen, das Umsatz ist gleich. Es müsste ein gelber Pfeil sein, ansonsten schaut es ganz gut aus. Wir müssen doch ein bisschen tweaken, ein bisschen anpassen. Markieren, Regeln verwalten. Hier macht ihr einen Doppelklick am schnellsten. Und jetzt ist Folgendes. Sie haben hier die Prozentdaten, die wir da drinnen, geht auf Zahl und macht einfach Folgendes. Okay, einfach quasi eine Logik. Wenn die Änderung zwischen Q2 und Q1 größer 0 ist, heißt, ich habe mehr Umsatz im Q2 gemacht, klarerweise, grüner Pfeil. Wenn die Änderung 0 ist, dann gelb. Und wenn die Änderung unter 0 ist, habe ich also weniger im Q2 als im Q1, dann der rote Pfeil. Das heißt, dieser Wert ist nur eine Hilfsspalte, ein typisches Excel-Feature. Das heißt, ich gehe jetzt da zurück und sage vorhin, okay, grün wäre dann, wenn der Wert größer 0 ist. Dann, wenn er genau 0 ist, hätte ich gern den gelben Pfeil.
Und wenn er kleiner 0 ist, dann den roten Pfeil. Und ganz, ganz, ganz wichtig wäre jetzt Folgendes, um das Ganze quasi in die Wahrheit zu überführen, nur Symbolanzeigen. Symbolanzeigen. Denn genau darum geht es ja. Das Symbol soll euch ja den jeweiligen Zustand darstellen. Diese Spalte mit den Zahlen war quasi nur eine Hilfsspalte, um die Symbole zuweisen zu können. Und wenn ihr schaut, jetzt bekommt ihr genau das, was ihr braucht. Ja? Ihr habt eine Umsatzreduzierung, hier drauf, mehr, weniger, gleich. Was ich immer empfehle in dieser Situation ist Testing. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eingeben würde, 14.999, hätte ich einen Euro weniger und 2 und roter Pfeil. Weil weniger. Wenn 15.000 in Kosten gleich wäre, dann hätten wir den gelben Pfeil und wenn wir noch einen Euro mehr haben, dann kommt der grüne Pfeil, weil die Änderung größer 0 ist. Ja, und mit diesen Use Cases könnt ihr also euer Zahlmaterial mit der Bedingung von Bedingung auf verschiedene Art und Weise neu gestalten oder erweitert gestalten, wenn ihr damit vielleicht schon zu tun gehabt habt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einfach ein Like da und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!